habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, Selbstläufer wird es nie, aber grundsätzlich ist es ein K.O.-Spiel. Da ist die Motivationslage, glaube ich, immer gut und absolut ausreichend, um mit voller Spannung in so ein Spiel zu gehen. Natürlich, auch Augsburg hat ja jetzt eine englische Woche, da hat jetzt dann die zweite englische Woche, was sie sicherlich nicht, auch nicht gewöhnt sind. Wir hatten ein paar mehr, trotzdem sind wir, glaube ich, A, guter Dinge, B, gut präpariert, das Spiel in Augsburg gewinnen zu können. Wir hatten da, glaube ich, dritter Spieltag war es, oder Till, wenn ich richtig... Vierter Spieltag sind wir die ersten 30 Minuten nicht so häufig zur Abschlusssituation gekommen, haben trotzdem dann, glaube ich, schon recht souverän gewonnen. Und das versuchen wir natürlich auch morgen, das hinzukriegen, ohne Verlängerung und ohne Elfmeterschießen, ein K.O.-Spiel gut zu bestreiten. Das habe ich ja schon gesagt, einerseits was die Art und Weise angeht, aber am Ende im K.O.-Spiel ist das Ergebnis nochmal wichtiger wie vielleicht in einem normalen Bundesligaspiel. Und ja, wir hoffen uns einfach einen sehr guten Jahresabschluss 2020 und den können wir morgen mit 3 Punkten, besser gesagt, mit dem Einzug in die nächste Runde klar machen. Nee, ich bin kein Weihnachtsmuffel. Ich feiere es mit meiner Familie im kleinen legalen Kreis. Es ist ja alles etwas eingeschränkt. Klar, die Verwandtschaftsbesuche waren jetzt bei mir Weihnachten auch nicht grundsätzlich auf der Tagesordnung, weil meine Verwandtschaft relativ weit weg wohnt von meinem Heimatort. Sprich, da waren wir an Weihnachten sowieso nie in den letzten Jahren, weil das sind 750 Kilometer einfach. Und bei der wenigen Zeit, die ich Weihnachten zur Verfügung habe, wäre ich dann nur im Auto. Demnach wird es im Prinzip nicht großartig anders, außer dass ich nicht in die Kirche gehe. Und natürlich auch keinen Weihnachtsmarktbesuch mehr vorher habe, der normalerweise am 23.12. an der Tagesordnung steht, oft mit alten Schulkameraden in meiner Heimatstadt. Das fällt dann auch weg, aber sonst wird es ein Weihnachten im Familienkreis. Freue mich drauf, weil ich habe alle schon länger nicht mehr gesehen. Also trainieren wird er wieder nach der kleinen Winterpause, so wie es jetzt aussieht. Das ist meine letzte Information, dass er da nach Weihnachten wieder einsteigen kann. Dann wird er sicherlich ein paar Wochen Training brauchen, weil er einfach jetzt, glaube ich, 4 Wochen gar nichts machen konnte oder gar nicht trainiert hat und natürlich keinerlei körperliche Belastung hatte. Dann ist es grundsätzlich ein sehr schnellkräftiger Typ, da müssen wir einfach aufpassen auf gewisse muskuläre Probleme, die da kommen können, wenn man so lange nichts gemacht hat. Demnach wird das sicherlich auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Da wird jetzt zum Start der Rückrunde, glaube ich, noch kein Kandidat, oder Rückrunde ist ja nicht, aber zum Start der, wie nennt man das denn? Das ist ja total bescheuert. Zum Start der zweiten Hälfte der Hinrunde wahrscheinlich noch nicht zur Verfügung stehen, aber ich hoffe dann irgendwann zur Rückrunde.